Abschiebungen aus Österreich in dieser Lage vielleicht eine Marginalie der Weltpolitik, aber doch offenbar eine wichtige Botschaft, die da aus Wien kommt. Minister Mückstein hat es gerade in der ZIB 2 in Frage gestellt. Wie ist Ihre Haltung dazu? Meine ist eine vielleicht zynisch-pragmatische. Vielleicht sollte man die österreichische Regierung einmal für ein paar Tage nach Afghanistan ausfliegen zur Einschätzung der realen Lage. Die österreichische Regierung hat überdies beschlossen, dass die Botschaft sich auch nicht in Kabul befindet, sondern in Islamabad in Pakistan. Auch das ist eine Tragödie der österreichisch-afghanischen Beziehungen. Wir hatten doch eine Botschaft einmal in Afghanistan. Großartige Beziehungen zur Zeit des Königs. Österreich hat Aufbauarbeit geleistet in Kabul. Eine Musikschule gegründet, an der Hochschule Deutschkurse gehalten. Und jetzt betreuen wir das halt, das Islamabad. Aber von dort kann man es nicht betreuen. Das ist unsere Problematik in dieser Region. Ich muss dazufügen, wir haben uns auch bemüht, heute die außenpolitischen Sprecher der ÖVP und der Grünen für diese Diskussion zu bekommen. Leider vergeblich.